Willkommen zum Infovideo 2 Schritte zum dauerhaft klaren Teich. Sie erfahren in diesem Video, wie Sie in 2 Schritten den Grundstein für nachhaltig klares Wasser und jahrelange unbeschwerte Freude an Ihrem Teich legen. Im ersten Schritt erfahren Sie, wie Sie ein genau auf Ihren Teich passendes Filtersystem finden und auf was Sie genau achten müssen. Im zweiten Schritt erkennen Sie, wie wichtig es ist, Ihr Teichwasser auf ein optimales ökologisches Gleichgewicht einzustellen, die biologische Selbstreinigungskraft Ihres Teiches zu aktivieren und die Anfälligkeit gegenüber äußeren Einflüssen durch Pufferung zu reduzieren. Schritt 1. Passendes Filtersystem. Den Grundstein für nachhaltig klares Wasser und jahrelange unbeschwerte Freude an Ihrem Teich legen Sie mit der Installation eines genau auf Ihren Teich abgestimmten Filtersystems. Denn eines ist klar, jeder Teich ist Verschmutzungen ausgesetzt, die eine regelmäßige Reinigung erfordern. Andernfalls droht eine Eintrübung des Wassers durch Blätter, Fischfutterreste und Blütenstaub, ein ganz normaler Vorgang. So werden zum Beispiel rund 20% des Fischfutters gar nicht von Fischen gefressen, sondern verbleiben im Teich und werden nur langsam abgebaut. Selbst in Gärten mit wenig Bäumen und Sträuchern sind Blütenstaub und Blätter ein Thema. Jeder Teich braucht eine regelmäßige Reinigung, wenn sauberes Wasser gewünscht wird. Erlauben Sie uns an dieser Stelle ein paar offene Worte. Die mit Abstand größte Ursache für Teichprobleme ist schlicht und einfach ein zu klein dimensioniertes Filtersystem. Immer wieder erreichen uns Anfragen von verzweifelten Teichreportlesern, die Probleme mit ihrem Gartenteich haben, vor allem mit Algen. Nach einigem Nachfragen stellt sich regelmäßig heraus, das Filtersystem ist viel zu klein. Eine unangenehme Wahrheit. Das wollte man natürlich nicht hören. Hat man doch schon einiges für die bestehende Anlage investiert. Auf Anfrage geben wir natürlich auch Empfehlungen, die mitunter als zu groß und zu teuer empfunden werden. Ein Leser fragte einmal, warum geben Sie nicht eine Minimumvariante als Empfehlung? Was ist eine Minimumvariante? Wenn jemand bereit ist, seinen Teichfilter 3-mal am Tag zu reinigen, reicht eventuell auch ein kleinerer Filter. Das kann schon mal funktionieren. Aber von uns werden Sie solche abenteuerlichen Vorschläge nicht bekommen. Wir gehen davon aus, dass eine Filteranlage selbst in den heißen Sommermonaten nur etwa alle 2 bis 3 Wochen gereinigt werden sollte. Jeder Teich altert über die Jahre. Die Selbstreinigungskraft nimmt ab. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der vorhandene Besatz an Fischen wächst und sich vermehrt. Vor allem der Umfang des Fischbesatzes beeinflusst die Wahl der Teichfilteranlage enorm. Dies wird regelmäßig unterschätzt. Je mehr Fische in einem Teich leben, desto größer der Nährstoffeintrag. Futterreste und Ausscheidungen fordern jedes Ökosystem im höchsten Maß. Da dieser Zusammenhang so überaus wichtig ist, hier ein Beispiel, um Ihnen dies zu verdeutlichen. Teichwasservolumen 14 Kubikmeter. Fischbesatz 40 Goldfische, 5 Kois, 10 Orphen. Es ist eine Filteranlage im Einsatz mit einem relativ kleinen Druckfilter und einer Pumpe mit einer Leistung von 3000 Litern in der Stunde. Lösungsvariante 1 – Druckfilter. Schauen wir uns zuerst einmal die Auswahltabelle der Oase Druckfilter FiltoClear an. Um das richtige Filtersystem zu finden, benötigen wir Angaben zu Teichvolumen und Fischbesatz. Die drittletzte Spalte ist für Teiche mit Bepflanzung, also ohne Fischbesatz. Die vorletzte Spalte ist für Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz bis zu 1 Kilogramm auf 1000 Liter, etwa Goldfische. Die letzte Spalte schließlich ist für Teiche mit Bepflanzung und Fischbesatz von 1 bis 3 Kilogramm pro 1000 Liter, also Teich mit Kois oder Stören. Sie sehen also, selbst der größte Druckfilter mit 11 Watt UVC-Leistung kombiniert mit einer Filterspeisepumpe von 12.000 Liter pro Stunde reinigt einen Koi-Teich von maximal 4.000 Litern. Mehr geht nicht. Und auch dies ist nur gegeben, wenn der Schlauchdurchmesser 1 Zoll beträgt und der Höhenunterschied Wasseroberfläche bis zur Quelle nicht größer als 1 Meter ist. Bitte beachten Sie folgende Grundregel. Die Bezeichnungen der Filter geben in der Regel die Wassermenge an, die Sie zu reinigen in der Lage sind, aber immer ohne Fischbesatz.
Goldfischbesatz reduziert die Reinigungsleistung um die Hälfte. Werden Koi-Fische in den Teich eingesetzt, reduziert sich die Reinigungsleistung noch einmal um 50%, also etwa auf ein Viertel der ursprünglichen Reinigungsleistung für einen Teich mit Pflanzen. Ein Druckfiltersystem kommt also für unser Beispiel nicht in Frage. Lösungsvariante 2. Durchlauffilter. Wie sieht es mit Durchlauffiltern aus? Sehen wir uns das Ganze einmal an der entsprechenden Auswahltabelle an. Da in unserem Beispiel Störe im Teich sind, schauen wir uns zur Bestimmung der Filteranlage die letzte Spalte an. Wir erkennen nun auf einen Blick, dass ein Durchlauffilter Biotech 18 Screenmatic, ein UVC-Vorklärgerät 55C und ein Aquamax 16000 zwingend notwendig sind. In diesem Beispiel ist ein Biosys Set 4 Pflicht, wobei eine gleichzeitige Reduzierung des Fischbestandes anzuraten ist. Nehmen Sie dies bitte als wichtige Erkenntnis mit. Das Filtersystem muss passen. Eine Filteranlage kostet schon ein paar Euro, das ist klar. Aber gerade deshalb sollten Sie von der Größe her richtig dimensionieren. Durch ein passendes Filtersystem legen Sie die Grundlage für klares Wasser von Anfang an und für viel Freude mit Ihrem Gartenteich. Schritt 2. Wasser stabilisieren. Der pH-Wert ist für uns wohl die wichtigste, aussagekräftigste Größe, die die Qualität Ihres Teichwassers charakterisiert. Schauen wir doch einmal in die Natur. In der Mehrheit der natürlichen Süßwassergewässer stellen sich pH-Werte um 8,3 ein. Warum ist das so? Bei diesem pH-Wert sind die Lebensbedingungen für alle Pflanzen und Teichbewohner ideal. Die Artenvielfalt ist am größten. Für die biologische Selbstreinigungskraft von Gewässern sind diese Bedingungen geradezu optimal. Das Schaubild verdeutlicht diesen Zusammenhang. pH-Werte, die sich außerhalb des für das Gleichgewicht so wichtigen pH-Wertbereich von 8,3 bewegen, sind zwar bis zu einem gewissen Grad akzeptabel, werden aber in der Regel durch ungünstige Umwelteinflüsse oder den Eingriff des Menschen in den Lebensraum Wasser verursacht. Starke pH-Wertschwankungen führen zum Rückgang, in Extremfällen sogar zum Zusammenbruch der relativen Artenvielfalt. Dies ist eine der Hauptursachen, warum Teiche nicht mehr richtig funktionieren. Starke pH-Wertschwankungen bedeuten Stress für Tiere und Pflanzen. Durch zu hohe pH-Werte können Fische ein apathisches Verhalten zeigen. Sie atmen schlecht, fühlen sich nicht wohl und fressen schlecht. So stellen Sie Ihr Gewässer in wenigen Minuten auf ein optimales ökologisches Wertegleichgewicht ein. Durch die Zugabe des Grundpflegemittels OptiLake in Ihr Teichwasser aktivieren Sie die biologische Selbstreinigungskraft Ihres Teiches wie auf Knopfdruck. Für die pH-Wertstabilität von entscheidender Bedeutung ist die in einem Gewässer vorhandene Konzentration an Calciumhydrogencarbonat, auch Carbonathärte genannt. Eine genügend hohe Carbonathärte in einem Gewässer kann den pH-Wert des Wassers stabilisieren und sowohl einer Erhöhung als auch einer Senkung des pH-Wertes erfolgreich entgegenwirken. In diesem Zusammenhang werden Gewässer mit einer ausreichend hohen Carbonathärte auch als gut gepufferte Gewässer bezeichnet. OptiLake führt Ihrem Teich lebenswichtiges Calcium und Kohlendioxid zu. Indem es den Carbonathärtewert erhöht, erhält Ihr Gewässer durch Pufferung einen stabilen pH-Bereich zwischen 7,5 und 8,5. So schafft OptiLake in kürzester Zeit ideale Lebensbedingungen für Ihre Pflanzen und Teichbewohner. Mikroorganismen, die für den Abbau von Schmutz und Schadstoffen zuständig sind, werden sofort zu verstärkter Aktivität angeregt. Das Wachstum und die Vermehrung algenfressender Fischnährtierchen, wie zum Beispiel Daphnien und Rotatorien, wird unterstützt. Für schadstoffabbauende Mikroorganismen werden optimale Bedingungen im Teich und in Filtern geschaffen. Schon 100 Gramm OptiLake reichen für 1000 Liter Teichwasser. Sie erhalten OptiLake schon ab einer Gebindegröße von 1 Kilogramm. OptiLake kann zu jeder Jahreszeit angewendet werden. Wo Sie OptiLake bekommen und viele, viele weitere Expertentipps rund um das Thema Gartenteich, diese Info finden Sie im Teichreport. Surfen Sie direkt auf www.teichreport.de oder klicken Sie den Link rechts in der Videobeschreibung. Bitte bewerten Sie dieses Video und geben Sie einen Kommentar ab. Vielen Dank.
Möchten Sie automatisch über jedes neue Infovideo von teichreport.de informiert werden? Das ist ganz einfach. Abonnieren Sie jetzt gleich diesen Kanal rechts oben. Alles Gute für Sie. Bis zum nächsten Infovideo.